einsatzbereit. Wir rücken aus. Und Tempo bitte. Keine Trödelei. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Frage ist, warum steht die Kendo da? Warum? Na rauf, 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 rauf. Deine Schwachpunkte sind? Das erste Mal, wo ich da war, das war so schwer. Mittlerweile sind wir auch schon besser.
Vater haben wir mit umgebracht. Lol. Sie kommt uns holen! Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eclipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Hier ist da, gell? Mal sehen, was du zu sagen hast. Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Naja. Es wird. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Bevor wir da noch durchgehen, schaue ich schnell. Soll ich irgendwas erhöhen? Das ist die Frage. Ich werde den Rohstoffbeutel erhöhen. Geht nicht mehr, okay. Da auch nicht. Achso, ja. Ich werde das auf jeden Fall erhöhen, das geht einmal. Das geht auch. Dann erhöhen wir einfach alles. Das ist eh egal. Munition macht auch voll, wenn wir schon dabei sind. Ich weiß zwar nicht, wie weit ich das Fässer-Silence gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Zwängen wir uns durch. Identiscan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte, treten Sie ein. Zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Ich bin ein bisschen spät. Ein altes Ich. Psst, war zu spät. Das wollte er nicht. So, wo ist der richtige Weg? Da drüber. Ich weiß, ich bin lästig mit alles zurückgelaufen, aber ich will da alles haben. Da kommt eh nichts, was ich jetzt gemacht habe. Ich kann mal was.
Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben. Also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Faro Focus, bis zu den Harriet-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Faro setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Faro Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Siehst du irgendwas? Ja. Ich weiß nicht, ob da nichts mehr war. Ah, oh ja, da. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Faro Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu auf... Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Ja, warum? Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. Ich glaube, ich muss sowieso runter, oder? Nein. Oh ja. Nein. Da drüben war irgendwo eine Säule oder so. Ja, und? War das nicht so? Und. Nur wir wissen es schon. Warum? Als, ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Na warte mal, von da sind mehr kommen. Das ist nur jetzt abgebrochen. Sieht aus, als könnte ich hier hochklettern. Ja, da war das. Irgendwas war da, was ich gecast habe, oder? Ja, das. Was? Hier das. Bein. Versteck. Rechts.
Kopf. Ja. Bin ich da drin gefangen, wäre ich tot. Geschafft. Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Ja. Wir haben die Dinger betreut, ne? Was? Maschinen. Ja. Irgendwie böse gemacht und so. Schau ich, ob irgendwo was liegt. Okay, passt. Der AT-A3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Klingt, als ob er so Maschinen verderben kann. Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Das ist der große Vorteil des Horus. Immer selbstregulierend, immer bereit. Die wahrgewordene Zukunft der automatisierten Kriegsführung. Der Metallteufel. Er war also auch eine Pharaoh-Maschine. Produktionsfähigkeit. Sie konnten sich also selbst herstellen? Wie soll man sie dann jemals aufhalten? Der FSP-5 Kopesh ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesh. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft allerdings. So ist es. Dann gehen wir weiter, wo wir hin müssen. Das scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Thank you.
wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Das Rubik macht es mir nicht leicht. Jo, das stimmt. So. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen. Und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Ich hol mir noch Frostbeulen. Bitte, Eloy, bitte fall nicht. Danke. Oh shit. Jawohl. Ich hab mich schon am Boden gesehen. Hätte man sich den Weg da spart, mal gleich rauf geklettert wäre. So. Irgendwo dort dann können wir rauf geklettert. Da wackelt es auch noch so. Also jetzt gleich runter segeln. Nur ein paar Griffe. Okay, geschafft. Genau. Was hier wohl zu finden ist. Aber wir müssen zuerst den Weg. Da oben ist die ganze Stelle. Ah.
da runter. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Ich weiß auch nicht, Zelle möchte. Von diesem Gerät werden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen reden? Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elisabeth Sobeck hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Ah, sorry, ich hab dringend aufs Klo müssen. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tue alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht. Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das, Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted.
Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Das ist die Frage. Exekutivzugriff erkannt. Schnellaufzug geöffnet. Oh, das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Oh, wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, oh, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Du hast keine Ahnung, wie hart es war, was ich durchgemacht habe. Ich wusste nie, wer ich eigentlich bin oder woher ich stamme. Und dann kommt die Eklipse und will mich töten, nur weil ich wie diese Elisabeth Sobek aussehe. Und sie töten den Mann, der dich aufzog und man fand dich als Baby in den Bergen. Ich weiß das bereits, durch den Fokus. Der Punkt ist, mit jedem Schritt vorwärts scheinen sich die Antworten weiter zu entfernen. Du verstehst das nicht. Ich verstehe das durchaus, Aloy. Doch es ist mir egal. Wenn sich die Antworten mit jedem Schritt entfernen, dann lauf los, um sie einzuholen. Vielleicht erkennst du dann, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist deine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eclipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eclipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, einen Teufel.
Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eclipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein, ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eclipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eclipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal, Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eclipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist, ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Elisabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Genau. Aber jetzt können wir endlich skillen. Schneller. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf.
jetzt zum US-Roboter-Kommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Super. Genau. Jetzt hast du eine Energie, kenn ich gut. Woher? Das graue Licht klart auf. Der Schnee wird sicher bald schmelzen. Starke jetzt machen, wo ich dann urlang hänge. Ich schaue über die Quest, was sonst noch gibt. Ja, Philipp 25, altes Waffenlager, das können wir leider nicht machen. Das ist nicht jetzt. Welches Level ist die? Ja, du meinst die Level 35 ist, was sonst? Ja, aber da hast du nicht so weit. Wenn die andere urhoch ist, musst du urweit runterlaufen und dann, boah, na, ist zu hoch. Aber andererseits komme ich nächstes Mal schneller hin.